Die Aufsicht hat eine neue Regelung erfunden. Im konkreten Fall ist es die Europäische Bankenaufsicht, die eine Richtlinie für Auslagerungen veröffentlicht hat. Diese Richtlinie tritt mit 30.09. diesen Jahres in Kraft. Was kommt nunmehr zukünftig auf die Banken zu? Kreditinstitute haben ihre Auslagerungsprozesse grundlegend zu analysieren und sicherzustellen, dass künftig eine umfangreiche Dokumentation vorhanden ist. Dazu ist es auch notwendig, das vorhandene Vertragswerk zu analysieren und gegebenenfalls zu überarbeiten. Im Zuge dessen empfiehlt es sich, auch steuerliche Aspekte mit zu berücksichtigen und gegebenenfalls Optimierungen vorzunehmen. Insbesondere ist dabei auf die umsatzsteuerliche Gestaltung bzw. auf die Fremdüblichkeit von Verrechnungspreisen zu achten. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der neuen Herausforderungen aus aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Sicht. Die Vertragsprüfung kann in Kooperation mit namhaften Rechtsanwaltskanzleien erfolgen und unsere Consulter unterstützen Sie bei der organisatorischen Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter bdo.at.